Hallo, hier ist Silke. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid, um dieses Video von mir zu schauen. Und heute habe ich mir ein besonderes Thema herausgesucht, zu dem ich auch schon ab und zu befragt wurde, weil ich das in gewissen Posts bei Facebook oder in meinem Artikel oder auch in Videos schon mal erwähnt habe, nämlich das Ölziehen. Da kam dann auch mal die Frage, wie geht das? Welches Öl nehme ich dafür? Was bringt mir das? Also Ölziehen, wenn man das täglich anwendet, kann man das wirklich auch als tägliche Entgiftung verwenden und es verbessert eben die Mund- und Zahnhygiene. Und es gibt auch immer viele Kritiker, die das bezweifeln, dass das Ölziehen irgendeine Wirkung hat, die dann sagen, wir haben verschiedene Entgiftungsorgane, die diese Arbeit der Entgiftung übernehmen, wir müssen da nichts extra Zusätzliches machen. Es gibt dann auch sowas wie Leberreinigung oder wo man ja auch entgiften kann oder eben das Fasten. Fasten ist auch eine sehr gute Möglichkeit, um seinen Körper zu entgiften. Unsere Entgiftungsorgane, das ist vor allem die Haut, das ist die Lunge, die Galle, die Leber, der Darm und die Niere. Und es ist ja so, wir leben ja gar nicht mehr in einer 100% reinen Umwelt. Ja? Auch wenn ich jetzt 100% Bio essen würde, gibt es trotzdem Verunreinigungen, es gibt Chemikalien, also unsere ganze Umwelt ist ja kontaminiert mit verschiedenen Giftstoffen, die nicht natürlich sind, also sei es Luft, Wasser, eben auch der Boden und Lebensmittel. Und deswegen finde ich es so unglaublich wichtig, den Körper bei der Entgiftung zu unterstützen, sei es eben durchs Fasten, sei es eben durchs Ölziehen, durch eine Leber-Darm-Reinigung oder eben andere Kuren, mit denen man einfach den Körper wunderbar unterstützen kann. Und wenn ich schon mit einem Ölziehen so Viren, Bakterien und Pilze und ein paar Giftstoffe aus meinem Mund herausbefördern kann, dann muss ich ja mein Immunsystem mit diesen Stoffen dann auch nicht weiter beschäftigen und hat dann auch die Möglichkeit, sich mit Erregern zu beschäftigen, die auf eine andere Weise auf unseren Körper einwirken. Und deswegen finde ich das Ölziehen auch eine sehr gute Möglichkeit. Und ich bin so Ende der 90er Jahre das erste Mal auf das Ölziehen aufmerksam geworden. Ich habe in irgendeiner Gesundheitszeitschrift darüber gelesen. Und zwar, ich weiß es nur noch, dass ein russischer Arzt das verbreitet hat, wie gut es ist, dass er sich von dass er bei sich sehr viel, also sehr positive gesundheitliche Verbesserungen erzielt hatte mit diesem Ölziehen. Und dann war ich erstmal sehr begeistert, das ausprobiert und habe damals kaltgepresstes Sonnenblumenöl verwendet. Aber Sonnenblumenöl, das ist überhaupt nicht so meins vom Geschmack her. Und ich habe das eine Weile ausprobiert und hatte auch schon das Gefühl, dass die Zahnbeläge weniger wurden, dass meine Zähne heller wurden. Aber ich konnte mich einfach nicht mit diesem Geschmack anfreunden, habe das dann einfach viele, viele Jahre wieder sein lassen. Und seitdem ich kaltgepresstes Kokosöl kenne und ich liebe diesen Kokosgeschmack, also gibt es bei mir fast wieder täglich ein Ölziehen. Und ja, es ist einfach, wie schon erwähnt, die Zähne werden heller, du hast so ein sauberes Gefühl nach dem Ölziehen. Und auch wenn du so Zahnfleischentzündungen hast, dann kann das wirklich helfen, diese Zahnfleischentzündungen so abzumildern, beziehungsweise ganz zum Verschwinden zu bringen. Und da möchte ich jetzt nochmal einen ganz, ganz tollen Tipp euch geben. Ich hatte jetzt nach dem Potluck, nach unserem Rohkost-Potluck, wo ich so viele verschiedene Speisen gegessen habe, auch dann so mehr Öl und Salz und Gewürze, die ich ja sonst jetzt in meinem alltäglichen Leben gar nicht mehr so zu mir nehme, dann hatte ich auch eine kleine so Entzündung oder das Zahnfleisch war so ein bisschen geschwollen, ein bisschen unangenehm. Und dann ist mir eingefallen, Verena und Sebastian von Gemeinsam Vegan, die hatten bei den meine Top 3 Superfoods den Kurkuma vorgestellt. Und dann ist mir eingefallen, dass die Verena erzählt hat, dass man einfach nur ein Stück, die Wurzel aufschneiden, einfach ein Stück dann auf die entzündete Stelle drücken muss. Und das hilft ganz schnell, das abzuheilen. Und das ist wirklich wahr. Also nach einem Tag war das weg. Also ich hatte damit so 2, 3 Tage zu kämpfen, mit dieser Kurkuma-Wurzel drauf gedrückt und dann war es wirklich ein ganz, ganz guter Tipp, wenn ihr so mit Zahnfleischentzündungen oder so mit kleinen wunden Stellen im Mundraum zu tun habt, dann verwendet unbedingt eine frische Kurkuma-Wurzel. Genau, aber jetzt weiter zum Ölziehen. Also Zahnbeläge werden vermindert, die Zähne werden weißer, auch wenn man so einen trockenen Mund hat oder rissige Lippen, auch Kopfschmerzen, das habe ich jetzt selber noch nicht so erfahren, weil ich jetzt nicht so unter Kopfschmerzen unbedingt leide, dann eher mal, weil ich so wenig getrunken habe oder so viel Sachen im Kopf habe, haben schon viele Leute auch Kopfschmerzen beseitigen können, wenn sie eben täglich ein Ölziehen durchführen. Also es gibt da so verschiedene gesundheitliche Nachwirkungen des Ölziehens, aber vor allem kannst du damit eben oder könnt ihr damit eben Giftstoffe binden oder Viren, Bakterien und Pilze. Genau. Und
Welches Öl nimmt man dann am besten dafür? Also auf alle Fälle ein kaltgepresstes Öl. Sesamöl, Kokosöl und Sonnenblumenöl haben sich sehr bewährt. Und alle drei Öle, die wirken antibakteriell. Und Sesam und Kokosöl wirken noch entzündungshemmend. Und ich persönlich verwende eigentlich nur kaltgepresstes Kokosöl für das Ölziehen. Ganz wichtig, was sich auch sehr bewährt hat, ist eine Zungenreinigung vor dem Ölziehen durchzuführen. Also so ein Ölziehen, also idealerweise macht man das am Morgen. Nach dem Aufstehen auf nüchternen Magen idealerweise auch wirklich nichts trinken. Am besten dann die Zunge reinigen und danach das Ölziehen durchführen. Und bei der Zungenreinigung, gerade über Nacht sammeln sich so die meisten, manchmal hat man so einen komischen Geschmack im Mund oder sammeln sich so die meisten Giftstoffe im Mund an und die kann man dann wunderbar. Es gibt da Zungenschaber, aber ihr könnt einfach auch nur einen Esslöffel nehmen. Einfach mit einem Esslöffel hinten, soweit wie es geht, ohne dass ihr euch übergeben müsst, hinten diesen Esslöffel ansetzen und dann nach vorne ziehen. Nicht zu derb, aber auch nicht zu sanft, so dass ihr wirklich auch die Zahnbeläge abschaben könnt. Ja, ein paar Mal bis zur Zungenspitze vorziehen und dann seht ihr schon, was da für Zahnbeläge auf dem Löffel sind. Ne? Da sind auch Giftstoffe drin und danach wird die Zunge auch wieder mehr rosa und ihr habt einfach ein besseres so Geschmacksempfinden. Aber vor allem das Wichtigste, ihr löst damit also Zungenbeläge ab. Und auf der Zunge befinden sich auch verschiedene Reflexzonen, die verschiedenen Organen in eurem Körper zugeordnet werden. Und wenn ihr dann nach der Zungenreinigung, nach dieser gründlichen Zungenreinigung ein Ölziehen durchführt, dann wird praktisch durch diese Bewegung des Öls im Mund, da werden dann diese Reflexzonen auf der Zunge stimuliert, oder die stimulieren dann die Organe und deren Entgiftung. Das ist wirklich eine gute Sache. Deswegen fühlen sich viele Menschen nach einem Ölziehen, also nicht nur so, dass sie sich sauber im Mund fühlen und Zahnbeläge weg sind, sondern sie leiden sich dann, also es werden dann auch bestimmte Beschwerden wie eben Kopfschmerzen oder Allergien gemindert oder andere Beschwerden eben, die sie mit diesen Organen haben, die praktisch verschiedenen Teilen auf der Zunge zugeordnet werden, so Leber, Magen, Darm, Niere, so diese ganzen wichtigen Entgiftungsorgane auch. Und das finde ich eine tolle Sache. Also unbedingt probiert das mal aus, einfach die Zunge mit einem Esslöffel zu reinigen und danach das Ölziehen durchführen. Ihr nehmt einfach einen Esslöffel kaltgepresstes Öl in den Mund. Und wichtig, 15 bis 20 Minuten hin und her spülen. Optimalerweise sagt man 20 Minuten dieses Öl hin und her ziehen. Also ich schaffe es auch nicht immer 20 Minuten, 15 Minuten versuche ich meistens. Wenn ihr das noch nie probiert habt, dann fangt erstmal mit 5 Minuten an, weil es ist schon erstmal am Anfang ein komisches Gefühl, dieses Öl im Mund hin und her zu ziehen. Fangt mit wenigen Minuten an und steigert es, bis ihr es vielleicht schafft, 20 Minuten zu erreichen. Und man kann das morgen ganz einfach machen. Man steht auf, nimmt das im Mund, zieht sich an, wäscht sich. Ich bereite zum Beispiel noch das Essen für meine Kinder erstmal zu. Und dann habe ich wirklich 15 bis 20 Minuten auf alle Fälle Zeit, um morgens dieses Öl zu spülen. Und wichtig ist, dass er das Öl richtig schön im Mund hin und her spült, durch die Zähne zieht, saugt, dass es schön in Bewegung ist. Aber was auch noch wichtig ist, dass er auch immer wieder Pausen lasst, ja, dass das Öl so einwirken kann, dass es so in die Zahnfleischtaschen ziehen kann und da wirkt gegen die Bakterien. Das ist ja antibakteriell, gerade das Kokosöl. Also Pausen zwischendurch sind auch immer ganz wichtig und dann immer schön bewegen. Und ihr merkt dann auch zum Schluss irgendwann oder zum Ende der 15 bis 20 Minuten wird das Öl dann sehr dünnflüssig und sieht dann auch weiß aus. Das merkt ihr dann auch, wenn ihr das ausspuckt. Und bitte nicht in die Toilette oder ins Waschbecken spülen. Ja, das wird dann, wenn es fest wird, wenn es ins kalte Wasser kommt, wieder fest und führt dann auch zu Verstopfungen. Und außerdem sind ja dann auch die Gifte und die Bakterien im Wasserkreislauf. Am besten in einem Papiertaschentuch oder ein Stück Klopapier spucken und das Ganze dann einfach über den Restmüll entsorgen. Wichtig ist, dass ihr das Öl wirklich nicht herunterschluckt. Auch bitte nicht den Kopf in den Nacken legen, dass eventuell etwas runterläuft. Wirklich ganz normal, in ganz normaler Haltung dieses Öl hin und her spülen, dann unbedingt ausspucken. Ihr wollt ja nicht die Giftstoffe und die Bakterien, Pilze, Viren hinunterschlucken und euren Verdauungstrakt führen. Das ist auf alle Fälle nicht förderlich. Unbedingt ausspucken. Danach den Mund gr mehrmals gründlich mit warmem Wasser ausspülen. Und dann ganz normal mit einer weichen Zahnbürste die Zähne putzen. Könnt auch ganz normal. Ich putze dann meistens mit Wasser nach oder manchmal auch nochmal mit Kokosöl oder mit dem Zahnpulver, aber meistens putze ich mit Wasser nach. Und es kam auch öfters mal die Frage, kann ich denn mit Amalgam ein Ölziehen durchführen? Also es ist möglich, dass durch das Ölziehen ganz kleine Mengen dieses Amalgam gelöst wird, was dann auch nicht wirklich vollständig in das Öl gebunden wird und ihr es dann ausspuckt. Also es kann wirklich sein, dass eure Mundschleimhaut dann winzige Mengen an Quecksilber aufnimmt und das in euren Körper gelangt. Also ich würde empfehlen, bevor ihr wirklich ein Ölziehen durchführt, dann geht wirklich erstmal eine Zahnsanierung an und entfernt die Quecksilberfüllung. Das ist auf alle Fälle hier mein Tipp an dieser Stelle.
Weiter geht's jetzt mit der Verlosungsaktion. Ich ziehe jetzt den Gewinner des 6. Verlosungstages und es haben über 50 Leser einen Kommentar unter meinem Artikel gelassen, auch mit ganz tollem Feedback zu diesem Artikel. Da freue ich mich natürlich riesig und es geht jetzt weiter mit der Gewinnerziehung. So, da gibt es links ein Zettelchen und rechts ein Zettelchen. Und mal schauen, der wievielte Kommentar unter meinem Artikel heute gewinnt. Oh, ein ganz einer der frühen Kommentare. Die 0 und hier ist die 8. Also der 8. Kommentar unter meinem Kokosöl-Kokosmus-Artikel gewinnt Kokosöl, Kokosmus und Kokosflakes von Dr. Görg. Der 8. Kommentar unter meinem Artikel gewinnt. Da werde ich jetzt gleich mal schauen. Da muss ich wieder nicht so viel zählen. Oh, herzlichen Glückwunsch, Namensvetterin. Die Silke hat gewonnen. Und die Silke hat geschrieben, ich nutze Kokosöl sehr oft für Süßspeisen. Kokosmus habe ich mir auch schon mal gegönnt und so gemupfelt mit gematscht mit Juldatteln und Vanille. Ausprobieren würde ich sehr gerne das Fruchtleder. Also liebe Silke, jetzt hast du die Möglichkeit, dieses Karob-Kokos-Fruchtleder auszuprobieren. Und probier bitte auch mal das Bananen-Kokoseis aus. Das ist bei meinen Jungs der absolute Renner an heißen Tagen. Für alle anderen, die auch noch ein paar Rezepte und Anregungen für Kokosmus suchen, da verlinke ich euch einfach meinen Blogartikel Kokosmus und Kokosöl für die Rohküche. Für meine Rohküche verlinke ich euch in die Infobox und in diesem Video, da könnt ihr euch ein bisschen Anregungen holen. Ja, ich werde heute auf alle Fälle noch ein bisschen die Natur genießen, die Sonne scheint, es ist blauer Himmel. Ich werde mir ganz viel Wildgrün suchen und mich ein bisschen draußen in der Natur entspannen. Ich saß die letzten Tage doch sehr oft vor meinem Laptop und jetzt brauche ich mir einfach ein bisschen Weite, ein bisschen Vogelgezwitscher, ein bisschen Grün vor meinen Augen. Das entspannt meine Augen auch immer so gut. Ja, ich wünsche euch jetzt auch noch eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, eure Silke.